Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu einer besonderen Veranstaltung hier im Magdeburger Dom, der Preisverleihung Goldener Kirchturm 2019. Wir hatten Veranstaltungen geplant, um mit viel Publikum und mit Vertretern von Kirchbauvereinen aus Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg diese Preise zu verleihen. Die Veranstaltungen sind abgesagt. Aber wir sind hier an diesem besonderen Ort, der Bischofskirche der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Und als Vertreter für ganz viele Menschen, die sich um die Preisverleihung verdient gemacht haben, bin ich heute hier. Ich bin Christoph Hackbeil, Regionalbischof für den Propstsprengel Stendal Magdeburg. Wir sind sehr dankbar, dass sich so viele Kirchbauvereine in unserer Landeskirche um unsere Kirchen verdient machen. Wir sind ja eine steinreiche Kirche mit fast 4000 Kirchengebäuden und an vielen Orten tun sich Bürgerinnen und Bürger, ob sie nun kirchlich sind oder nicht, zusammen, um die Kirchen als markanten Ort von Dorf oder Stadt zu erhalten. Und der Preis Goldener Kirchturm soll die Arbeit besonderer Vereine würdigen. Es sind in diesem Jahr 18 Anträge eingegangen aus dem Bereich Nord und 16 aus dem Thüringer Süden. Und nun hatte die Jury die schwere Aufgabe, daraus jeweils einen ersten Preis für Nord und Süd und zwei zweite Preise für Nord und Süd auszuwählen. Ich danke allen, die in der Jury mitgearbeitet haben, auch den Vertretern des jeweiligen Landesamtes für Denkmalpflege. An dieser Stelle sei allen Kirchbauvereinen gedankt, die sich in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden um die Erhaltung der Gebäude, aber auch um ein interessantes und reges Leben in den Kirchengebäuden bemühen und die damit einen ganz wesentlichen Beitrag leisten für das Miteinander in Dorf und Stadt, für das Gespräch, die Kultur unter uns. Ich komme nun zur Preisverleihung. Ja, ich trete jetzt hier unter die Preisträger aus dem Süden der EKM. Dahinter stehen natürlich eine ganze Menge Menschen. Hier sind nur die drei Schecks. Aber diese sind das Zeichen unserer Würdigung für die Arbeit von drei Initiativen und Vereinen. Der erste Preis geht an die Initiative Johanneskirche. Das ist ein Ortsteil von Hundhaupten bei Gera. Eine kleine Gemeinde hat sich ein großes Ziel gesteckt, die Kirche langfristig mit Leben zu erfüllen, sie dafür instand zu setzen. Und diese Initiative konnte schon erfolgreiche Schritte dahin gehen. Sie hat liebevoll dafür gesorgt, die Einrichtung instand zu setzen. Flexible Sitzbänke wurden installiert und eine kleine Bibliothek eingerichtet. Damit will man zum Verweilen einladen und die Hemmschwelle niedrig setzen für Kirchenbesucher. Auch können Menschen, die sich für diese Kirche in Markersdorf interessieren, einen 3D-Rundgang unternehmen. Sie haben also eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit auf den Weg gebracht. Herzliche Glückwünsche den ersten Preisträger, Initiative Johanneskirche Markersdorf. Von Magdeburg aus müssen wir uns in Höhe um 700 Meter Richtung Rennsteig bewegen. Da sind wir in Neustadt am Rennsteig. Aus der Kirche wird eine Herbergskirche. Die Herbergskirche in Neustadt am Rennsteig ist eine zweite Preisträgerin.
Man sieht es auch hier, dass diese Herbergskirche mit Doppel-R geschrieben wird, natürlich für den Herrn der Kirche, aber soll sie gleichzeitig für viele Menschen, die am Rennsteig oder auf dem Rennsteig wandern, Herberge bieten. Also eine einfache Übernachtungsmöglichkeit wird geboten, um einzukehren für eine Nacht und weiterzuziehen. Außerdem wird eine Quernutzung angeboten in Verbindung mit den Tourismuseinrichtungen am Rennsteig, mit Vereinen und Betrieben. Es soll dort gemeinsam gesungen, gegessen werden, Gottesdienst gefeiert werden und eben übernachtet werden. Vielfältige Veranstaltungen wurden schon geplant und angeboten und werden auch ganz stark über das Internet beworben. Eine super Präsenz hat dieser Verein, der in Neustadt am Rennsteig in toller Zusammenarbeit auch mit der Kommune aktiv ist. Übrigens ist dies eines der Projekte, die aufgenommen wurde in 500 Kirchen, 500 Ideen, die die IBA im Freistaat Thüringen präsentiert hat. Der zweite Preis, auch mit 1.500 Euro dotiert, geht an den Förderverein der Kirche St. Peter und Paul zu Nottleben e.V. Der Ort befindet sich zwischen Gotha und Erfurt. Das Ziel war, eine Kirchenruine als Gotteshaus und kulturelles Zentrum des Dorfes wieder zum Leben wach zu küssen. Und dann war es 2018 nach vielen Jahren soweit, es konnte am Heiligabend wieder Gottesdienst unter dem neuen Dach gefeiert werden. Spenden hat dieser Verein eingeworben durch interessante Veranstaltungen wie Turmblasen, Flohmarkt, Sommerfest, es wurden Postkarten verkauft, aber man musste sich auch vom Pfarrhaus trennen, um die nötigen Mittel in das Kirchengebäude stecken zu können. Hervorgehoben sei die gute Zusammenarbeit mit dem Gemeindekirchenrat, ein Verein, der ganz wichtig ist im Dorfleben. Hier, wenige Schritte daneben, also eng nebeneinander, Süden und Norden der EKM, sind nun die Preisträger aus dem Norden dargestellt. Der erste Preis in Höhe von 4.500 Euro geht an den Förderkreis Kirche Dautschen e.V. Dautschen ist ein kleiner Ort in der Nähe von Torgau an der Elbe, ein Dorf mit 450 Einwohnern, gelegen im Freistaat Sachsen. Die Jury hat sich für diesen Verein entschieden, weil 12 Jahre intensives Engagement dahinter steht, um die Eigenmittel für die Kirchensanierung aufzubringen. Es gehörte langer Atem dazu und es ist geschafft worden, die 93.000 Euro an Eigenmittel zur Instandsetzung der Kirche zusammenzubekommen. Vor allem hat man die Kirche wieder belebt als Ort von vielfältigen Veranstaltungen. Der Förderkreis ist Mitgestalter des öffentlichen Lebens im Dorf und eine Brücke zwischen der Kirchengemeinde und der Dorfgemeinde. Der erste, zweite Preis für den Norden mit 1.500 Euro geht nach Kleinmühlingen zwischen Schönebeck und Kalber an der Saale. Der Kirchbauverein St. Salvator Kleinmühlingen e.V. hat sich das Motto gegeben: Unsere Kirche bleibt im Dorf, ein Treffpunkt für alle. Man knüpfte daran an, dass das Kirchengebäude in Kleinmühlingen für alle Menschen im Ort eine emotionale Bedeutung hat. Obwohl es im Dorf nur wenige Kirchenmitglieder gibt, sollten viele gewonnen werden, damit sich einzubringen. Man hat schöne Erlebnisse geschaffen, Frauentreffs, Kinder,
Kirche, Kirchenkino, Feste und Konzerte und dabei Spenden gesammelt und Helfer gewonnen. Mit dem zweiten Preis für den Norden gehen 1.500 Euro an den Heimat- und Kulturverein Kreipa e.V. Das ist ein Teil der Stadt Leuna in Sachsen-Anhalt an der Saale. Dort bemüht sich der Verein um die Kirche in Wölkau. Beeindruckend, dass in dieser Kirche der Sternenhimmel im Kirchengewölbe wieder ganz golden erstrahlt auf blauem Hintergrund. So wurde die Kirche in Wölkau zu neuem Leben erweckt. Viele haben mitgearbeitet, gespendet und einen zentralen Treffpunkt für das Miteinander im Dorf geschaffen. Ich überbringe an dieser Stelle die herzlichen Glückwünsche, auch im Namen des Landeskirchenamtes, besonders von Frau Kirchenrätin Bergt, der Referentin für das kirchliche Bauen und von den Mitarbeitern dieses Referates. Ich hoffe, dass wir bei einem kommenden Treffen der Kirchbauvereine auf die Preisträger in diesem Jahr noch einmal verweisen können. Ich wünsche allen viel Segen bei ihrer Arbeit, auch viel konstruktives Miteinander. Kooperation mit den Partnern der Gesellschaft ist für uns als evangelische Kirche in Mitteldeutschland ein Schlüsselwort der kommenden Jahre. Und ich denke, dass darin viel Schätze noch zu heben sind. Danke, dass Sie sich einsetzen. Und hören wir noch auf die Glocken des Domes. Das Abendläuten verbindet sich mit vielen Gebeten für Gesundheit und Bewahrung von allen Menschen in dieser Zeit.